Morgen aus Bönen. Guten Morgen. Wir haben den 11. April, Ostersamstag. Karsamstag heißt das, glaube ich. Karsamstag? Okay. Ja, na, Ostersamstag. Karsamstag. Der Samstag vor Ostern. Wir laufen hier heute unseren Osterlauf. Unser Lauffreund Jan Philipp hat hier eine Strecke markiert. Die ist genau einen Halbmarathon lang. Und die kann man jetzt hier so eigenständig, alleine, zu Corona-Zeiten ist das so, jetzt einfach laufen, ein, zwei, drei, viermal, so wie man möchte. Und kann dann einen Halbmarathon, einen Marathon oder einen Ultramarathon laufen. Man trägt sich hier in eine Tabelle ein und irgendwie sammelt Jan Philipp heute Abend die Ergebnisse ein und macht dann Urkunden fertig, die kann man sich dann runterladen. So, hier irgendwo mitten im Wald steht eine Zeittafel, da tragen wir uns jetzt mit einem selbst mitgebrachten Kugelschreiber ein. So, kann losgehen. Jawohl, und es geht los. Boah. Das ist auf jeden Fall sehr schön kalt. Jo. Boah. So, die Strecke ist in beide Richtungen markiert. So, es scheint die Sonne und es soll heute ein richtig schöner Tag werden. Aber im Moment haben wir noch so 5-6 Grad. Immerhin über Null. Ist ganz schön frisch. Ja, das war Jan Philipp, der heutige Gastgeber. Er muss noch ein bisschen mehr die Strecke markieren. Wir sind so früh unterwegs. Nee, muss er nicht. Die ist perfekt markiert bis jetzt. Super. Jetzt haben wir uns irgendwie ein bisschen verlaufen gerade. Durch die Filmerei. Einmal nicht aufgepasst. Einmal nicht aufgepasst. Da war das Filmen jetzt wichtiger als die Pfeile suchen. Das ist das Pfeile suchen. Aber die grobe Richtung haben wir jetzt und jetzt hoffen wir, dass wir gleich wieder auf der Strecke sind. Wir sind wieder auf der richtigen Strecke. Aber jetzt haben wir sogar einen kleinen Umweg gemacht. Dann werden wir nachher etwas mehr auf der Uhr haben wahrscheinlich. Das macht nichts.
So, die erste Runde ist geschafft. Wir sind wieder an der Rundentafel, an der Zeittafel. Und weiter geht's. Und weiter. Auf in Runde 2. Ja, wir haben jetzt ungefähr 1 Kilometer mehr, als wir eigentlich haben müssten, durch das Verlaufen vorhin. Ja, es hat ein bisschen Strecke gekostet und Zeit. Aber das macht zum Glück nichts. Jan Philipp ist ja der Ballonläufer und daher hat der Lauf jetzt auch seinen Namen. Ballonathon. Nicht Ballathon, sondern Ballonathon. Heute Morgen war es ja erst noch ein bisschen frisch, aber das hat sich inzwischen erledigt. Jetzt freuen wir uns über jedes bisschen Schatten. Ja, super. Schön. Bis bald. Ja, bis gleich wieder. Und danke. So, hier ist wieder der Kreisverkehr. Und den Pfeil hier haben wir vorhin verpasst. Ist aber eindeutig markiert. Haben wir vorhin gepennt. Durch die Firmerei. Bisschen Schatten. Jetzt genießen wir das schon so richtig. Und schon wieder vorbei. Wir sind wieder am Parkplatz und jetzt am Ziel. Hiha! Ah. Sehr gut. Geschafft. Geschafft. Boah. Ja, es sind doch schon jetzt einige Namen auf der Liste. Aber wir haben außer den Jan Philipp, den wir 2-3 Mal gesehen haben, wir haben original keinen gesehen. Die Strecke ist Corona-konform. Wir sind alleine gelaufen. Voll gut. So, das haben wir uns jetzt verdient hier. Das haben wir uns verdient. Prost. 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 Oh,
Ja, bei 5 Grad sind wir heute Morgen losgelaufen. Jetzt haben wir, weiß ich nicht, 22, 23 Grad. Volle Pulle Sonne. Wir sind ordentlich durchgekocht jetzt. Ja, aber es war sehr schön. 44 Kilometer haben wir auf der Uhr. Durch unseren kleinen Verlaufer. Aber das macht nichts. Heute Abend kriegen wir jetzt noch schön zwei schöne Urkunden, zwei Marathon-Urkunden. Ja gut. Ja, der Lauf ist von Jan Philipp auf jeden Fall eine richtig gute Idee. Ist Corona-konform. Wir haben ihn selbst zwei, dreimal gesehen, als er uns überrundet hat oder entgegengekommen ist. Ansonsten haben wir keinen anderen Mitläufer gesehen. Wir sind ganz alleine für uns gelaufen. Und er möchte das jetzt in den nächsten acht Wochen, genau, jedes Wochenende, Samstag, Sonntag so weitermachen und jedes Mal auf eine andere Strecke, auf einer anderen Strecke. Eigentlich eine ziemlich gute Idee für Marathonsammler. Den Link, wo ihr euch darüber informieren könnt, findet ihr entweder da unten oder da oben, je nachdem, wo ihr gerade guckt, über YouTube oder über unsere Seite oder irgendwo anders. Irgendwo findet ihr den Link, hier irgendwo in der Beschreibung. Ja gut. Schöne Ostern. Wir ruhen uns jetzt erstmal aus. Viel Spaß morgen beim Eiersuchen. Prost. Danke fürs Mitlaufen. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.